Oh ja, das wird nochmal besser, glaube ich. Diese Kurven hier müssen gut sein. Ja. Ja, ja. Ja. Das ist locker nochmal halbe Sekunde besser. Meisterleistung, sage ich dazu. Und eine 1,12er. Yes! Tigon! Jawoll! Jutech! Meister! Der Tigon! Der Lampadatti! Jawoll! Und da ist er! Yeah! Oh Gott, rechts! Yeah! Yeah! Digga, ich bin abgeprallt und du bist dann auf mir aufgefahren. So ist das nämlich passiert. Ja, perfekt. Ja, wo sind sie denn schon wieder? Was? Der V19, Alter. Der Digga, der Tempesta ist ein komplett anderes Auto. Ja, Shiburek mit V19 Motor, Alter. Geiler Typ, Mann. Der lenkt echt direkt ein, muss man sagen. Er klingt irgendwie gleich, ne? Er klingt irgendwie so ähnlich. Er klingt irgendwie so ähnlich wie der PR4. Ja, klar. So, eine Runde gleich vorbei, Mensch. Und uns trennen immer noch knapp 3 Sekündchen. Das geht natürlich gar nicht. Ja, das bringt mir ein bisschen was. Ein paar Zehntel. Ja, 2,2 nur noch. 1,6 nur noch. Nice, 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 nice! Nice! Yeah. Und damit haben wir nochmal ein paar Zähne rausgeholt, glaube ich. Jawoll, da sind wir dran. 0,9. Oh. Ja, ciao. Warum nicht? So, ich warte mal, weil sonst ist ja langweilig. Sonst ist ja langweilig. So, dann gucken wir mal, ob wir das nochmal einholen können hier. Jo, was machst du denn da? Nicht wegrutschen, lieber. Ciao. Wie er sich fast selber rauskegelt, Alter. Oioioioioi. Oh, hier. Hä, wo bist du denn? Hä? Ach, du bist hinter mir, aber der Punkt aktualisiert sich bei mir auf der Karte nicht oder so. Du bist doch immer noch direkt hinter mir, oder? Hä? Hä?
kann man sich denn verfahren? Ah, perfekt, 30 Sekunden Rückstand. Hä, wo bist du denn gefahren? Alles klar, wunderbar. Oh Mann, ey. Ja, perfekt, Alter, so verdient man. Genau so sollte das sein. Schau. Da holt er sich jetzt aber mal den ersten Sieg hier. So, Zekele, Sieg Nummer 1 geht auf das Konto von mir. Da würde ich mal sagen, geht's direkt weiter mit Mappos Number 2. Ich glaube, sind wir den... Ja, ja, aber guck mal, wenn ich so drüber nachdenke, das letzte Mal, als wir den gefahren sind, war doch Schnee, oder? Das heißt, es ist jetzt das erste Mal... Oh, ja, perfekt. Das letzte Mal müsste ja Schnee... Ja. Jawoll, ciao. Ja. Ich habe gesehen. Ja. Ja, tatsächlich müsste das dementsprechend aber das erste Mal sein, dass wir den Champion auf normalem Underground fahren. Der sieht schon geil aus, ne? Muss man ja sagen. Oh Gott. Oh Mann, Alter. Wo bist du denn hier jetzt schon wieder? Nein. Ja, Digga. Labern mir hier voll, Alter. Und ich komme mit dem Jackson Storm komme ich hier an. Lightning Namikwina. Ja, Francesco is a triple speed. Und mein Mama ist auch da. Das war so geil. Da haben wir die noch fehlende Beleidigung. Grazie. So, jetzt muss ich mal langsam wieder hier ein bisschen reinkommen. Ja, perfekt, Alter. Er hebt schon wieder so komisch ab beim Aufkommen. Hier Beginn von Round 2, ja, sieht so aus. 2,2 trennen uns. Okay. Nice. Ciao. Oh Mann, Alter. Hey, es klappt nie. Ja, perfekt, Alter, genau wie davor.
Ja, alles Inator, ey. Freunde, wer kennt sie noch, die Serie Phineas und Ferb? Junge, ich habe jede Folge 5000 Mal geguckt, Alter, ohne Scheiß. Zu gut, ey. Oh Mann. Heinz, Doofenshmirtz. Ja. Oh Mann, ey. Dubi dubi duba dubi dubi duba dubi. Er ist so gut, Alter. Ja, so geil, Mann. Ah, geil, ey. Oh, komm. Ich fand dann auch geil die eine Folge, wo man dann den Hund von Isabella gesehen hat, der auch ein Agent war, Pinky. So gut, Alter. So geil, Mann. Hey, wo ist denn Pinky? So gut, ey. Ah, war so geil gemacht. Ja. Ja, das war auch so geil. Oh Mann, ey. Du musst sofort hierher kommen. Sie haben wieder was gebaut. Aber. Das war so geil, Mann. Ach ja. Und hast du den Film auch gesehen? Nee. Den Film, wo sie in eine andere Dimension reisen und so. Der war auch so geil, Alter. Der war echt geil. Immer noch zu viel Abstand hier, der fällt mir ja nicht. Aber der fährt okay, ne? Der ist so ein bisschen zickig, aber er fährt ganz gut. Und es klappt! Jawohl! Jawohl! Was denn? Hä? Was denn? Was passiert? Also ich hab dich ganz normal mit Curve Boosting überholt. Und ich war schon an dir vorbei, als du ausgeschert bist. Oh Gott, ich hab die Tube verpasst! Ja, perfekt, Alter, ich verliere. Ich bin einfach an der... Nein! Scheiße! Ah, scheiße, das gibt's doch nicht. Ich fahr einfach neben die Tube. Mann, Alter, ich fahr neben die Tube, hab nur irgendwie probiert, den Punkt zu bekommen und dann bin ich runtergefallen. Oh. Freunde, es steht wieder mal 1:1, weiter geht's mit dem dritten Rennen. Boulevard. Boulevard wahrscheinlich. Jawohl, ich freue mich, den Krieger mal wieder zu fahren. Sehr, sehr geiles Auto auf jeden Fall. Sehr gut für solche Sachen. Oh, voll gut hier die Auffahrt. Yo, shit. Ja, der fährt einfach sehr angenehm, muss ich sagen. Der fährt sehr angenehm. Ja. Wieder drei Rundchen. Mann, ich fahr direkt wieder raus, Alter. Das gibt's doch nicht. Was bist du jetzt gefahren? Dann nehme ich gleich mal links.
Oh, hier ist direkt... Ja, okay, gut. Es ist jetzt nur... Ja, perfekt. Ist nur eine Kurve. Rechts fährst du einfach die Auffahrt runter und links ist ein Wallride, der dich runterführt und fertig. So, was habe ich für einen Schaden? 9 Sekunden. Das ist nicht geil. Zum Glück aber in der ersten Runde. Jo, okay. Ich habe ein bisschen was kaputt gemacht da. Ja. Ja, genau. 3. Was für Mitte? Welche Mitte? Ach so, ach, rechts jetzt. Ja, bin ich rechts gefahren. Nee, nee. So, wie bin ich jetzt? 8,3. Okay, es wird weniger. Schon mal, der Trend ist gut, aber auf 3 Runden gesehen, ohne Fehler, wird es wieder eng werden. Naja, 0,7 Sekündchen. Ist nicht viel. Ah, ein Wallride, okay. Ja, hier kann ich zum Beispiel nicht so viel einholen, weil... Ja, gut, ich fahre eine andere Linie so ein bisschen und so, ne? Ich lenke auch ein bisschen sanfter vielleicht. So, dass das insgesamt richtig schön smooth ist. Wo sind wir jetzt? 6,8, sehr gut. So kann es weitergehen. Oh, das war es aber schon mit einer Runde. Uiuiui. Und der Abstand hat sich wieder etwas vergrößert. Na, hier hätte ich mehr Gas mitnehmen können in der Kurve. Habe ich ein bisschen... Ein paar Zehntel habe ich hier wieder verschenkt. Ist trotzdem wieder 3 Zehntel schneller gewesen. Da hinten bist du. Ja, hier habe ich verkackt. Ja, genau, ich fahre jetzt rechts und dann hinten wieder links. Oh, nee, rechts ist doch viel beschissener, weil du da vorsichtig aus der Kurve raus musst. Na gut, ich bin ganz gut aufgekommen gewesen. Also ich werde in der dritten Runde auf jeden Fall den wieder fahren. Ja, ich habe die erste Hälfte davon kaputt gemacht in der ersten Runde. Aber die haben mich irgendwie so ein bisschen abgebremst und dann wurde ich rausgekickt. Okay, 4,5. Jetzt wird es langsam wieder... Langsam sind wir wieder in Schlagdistanz zum Angreifen. Und das ist auch unser Ziel hier, Freunde. Ah, jetzt fahre ich... da war ein Fehler. Oh, kacke, ich krieg die Kurve auch nicht. Musste ich verlangsamen. Ja. So. Was erzählst du? Guck doch auf meine Kamera, da siehst du, wie ich fahre. Ja, das hat doch gereicht. Wenn ich die ganze Zeit Mods benutzen würde, dann wäre ich schon lange weg vom Fenster. Würde ich schon längst gebannt sein. Ja, perfekt. Gleich Windschatten. Okay, dritte Runde. Jetzt sind wir quasi wieder auf Anfang. Ja, wo willst du denn hin, Alter? Digga, ich fahre schon ganz nach rechts. Auf einmal kommt ein Auto rechts von mir. Ich dachte so, willst du rechts von mir noch überholen oder was? Digga, da ist doch kein Platz. Ach, deswegen bist du rausgeflogen. Oh, ja, guck dir doch mal an, wie geil er ist. Wo bist du?
Wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich. Ich nehme rechts, der ist besser. Ah, ich kann nicht mehr, Mann. Du machst mich fertig, ey. Ist so geil. Oh. Und 360? Jawoll. Oh, alter Butter war ich. Der Wahnsinn. Nee. Digga, was machst du denn da? Oh Mann, ey. Ja, lol. Perfekt. Ich hab nach hinten geguckt. Das ist jetzt das dritte Rennen, die Folge, ne? Steht 1:1, ne? Ja, ja, scheiße, damit habe ich es mir jetzt auch schon wieder verbaut. Ich hab's mir verbaut! Ja, schaffe ich leider nicht mehr. Schulz! Ja. Ah. Ja. Alles klar. Dann muss ich mich erstmal schlagen geben. Dann müssen wir das aufs 2:1 abheben. Und Freunde, ich würde sagen, wir machen heute mal schmeidige 5 Rennen. Und das vierte kommt direkt. Eine andere Map, ja. Es ist ein weiterer Nachbau von Monaco. Die Map hatten wir noch nicht, aber ja. So, PR4 diesmal. 6 Runden, freie Reifensatzwahl, ein Pflichtstopp und weiter geht's. Ich brauche diesen Sieg, um auf 2:2:2 aufzuschließen, damit wir im letzten Rennen nochmal eine schöne Entscheidung haben. Ja, 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 ja. Erstmal Punkt nicht bekommen hier. So, gucken wir mal, wie original die Map ist. Hier geht schon mal bergauf. Das ist schon mal richtig. Jetzt müsste gleich eine Linkskurve kommen. Jawohl, das sieht auch gut aus. Dann die Rechtskurve. Das ist schon ganz gut gemacht. Dann geht es wieder ein bisschen bergab. Genau, jetzt geht es hier runter. Oh ja. Jetzt hier die Kurve. Das ist schon ganz gut gemacht, ja. Muss ja auch irgendwie spannend bleiben. Hä, wieso ziehst du denn so weg? Gibt's schon Boost? Als ob es jetzt schon Boost gibt. Perfekt. Nee. Ja, klar. Ja. Er backt sich einfach von links nach rechts. Nee, ich hab den Speed gezündet. Okay, hier rechts war die Box, alles klar. Was da los? Hast du den Punkt verpasst? In der dritten Runde mal auf beste Runde gehen oder so. Hä, was willst du? Indem man ihn nicht gut fährt. Oh Gott, ich fahre die Runde aber auch Grütze hier. Okay. Bei mir sind alle 4 Reifen leicht gelb schon auch, ja.
So, ich gehe jetzt auf Bestzeit. Komm, komm, komm. Keine Fehler, kein Wandkontakt. Kurven perfekt. Dann haben wir eine gute Runde. Ist hier sogar auch nachgebaut. Eigentlich ganz guter Nachbau, muss ich sagen. Ist eigentlich ganz gut gelungen, muss ich sagen. Höhenmeter sieht auch ganz in Ordnung aus. Hm. Ja, das ist kacke. So, ich bin mit meiner besten Runde soweit durch. Ah. Ich fahre jetzt schon die vierte Runde mit den Reifen. Ja, klar. Ich habe jetzt orangene Reifen, aber die müssten eigentlich funktionieren. Ja, aber langsam rutschig schon. Tun Sie das, ich mach gleich Boxenstopp. Gott, hier ist die Boxeneinfahrt. Oh. So. Du kannst ja mal ungefähr gucken, wo die Rundenzeit so landet, wenn du es schaffst, da auf die Zeit zu gucken. Wann du ungefähr die Linie passierst. Und wo bist du? Wo bist du so gelandet? Ich hatte eine 1.14er Zeit. Oh, okay. Ich probiere in der letzten Runde jetzt nochmal. Dann verlangsame ich jetzt nochmal ein bisschen, dass du auf jeden Fall auch noch ins Ziel fahren kannst. Okay, jetzt bin ich. Okay, warte. Ich muss mal gucken, wo bist denn du? Wenn du da runterkommst. Okay, jetzt gebe ich Vollgas, 14 Sekunden. So, jetzt gebe ich Vollgas. Sehr sonderbar. Okay, ja, das habe ich auf alle Fälle besser gemacht. Oh ja, das wird nochmal besser, glaube ich. Diese Kurven hier müssen gut sein.
Ja. Ja, ja. Ja. Das ist locker nochmal halbe Sekunde besser. Ja, oh, Meisterleistung, sage ich dazu. Und eine 1,12er. Yes. 1,12. Oh, das war nochmal eine gute Runde am Ende. Ja. Wie hast du das mit den Reifen wieder gemacht? Ich habe Weichmittel gefahren und ich bin 4 Runden mit den Weichen gefahren. Die waren dann aber auch echt durch. Die waren schon orange gewesen. Dann bin ich auf Mittel gegangen. Hab mit den mittleren noch diese Zeit hier gemacht. 1,12,3. Krass, mit den Weichen habe ich das nicht hingekriegt, komischerweise, weil ich die eine Kurve da hinten immer ein bisschen verkackt habe. So, 2:2, Freunde. Spanner könnte es nicht sein. Letztes Rennen. Weiter geht's. Noch nie gesehen. Der muss auch neu sein. Also, bis die Folge rauskommt, gibt's den schon, ja, aber für uns ist der gerade noch neu. Ja, perfekt. Ich schaff direkt mal den Looping nicht. Wunderbar. Wunderbar. Er sieht schon... Alter, ich weiß nicht, den muss es seit dem letzten Update geben. Und jetzt mit dem Champion, glaube ich, kam der auch raus dann. Junge, der Alter... Heck-Spoiler, Alter, ist schon nice, ja. So, wir haben 4 Runden nochmal. Es steht 2:2, Freunde. Das bedeutet, derjenige, der hier gewinnt, holt sich den heutigen Folgensieg. Deswegen war es natürlich wieder... Ich muss mich jetzt noch erstmal an das Fahrverhalten gewöhnen, aber soweit ich das beurteilen kann, ist das schon mal gar nicht schlecht. Ja. Ja, gerade hat er mir echt stabilen Eindruck gemacht, aber ich werde gleich nochmal die Grenzen austesten in den weiteren Runden. Nö. Boah, Junge, der ist sehr direkt. Der macht, was er soll. Nö, cool. Ignus. Geiler Typ, Mann. Geiler Typ, ey. So, ich habe immer noch 9 Sekunden Rückstand. Das muss man natürlich erstmal wieder wettmachen in den ersten 2-3 Ründchen, dass wir dann in der 4. Runde nochmal angreifen. Naja, ich weiß. Aber ich würde es ganz gerne mal machen. Ah, hier gibt es auch wieder 2 Möglichkeiten. Scheiße, rechts sind Speeds. Und ich bin jetzt links gefahren. Und? Du bist doch trotzdem viel schneller durch die Speeds. Also nächstes Mal werde ich auf alle Fälle rechts fahren. So, ich... Ja, du warst. Hast du rechts genommen? Du hast komischerweise wieder eine halbe Sekunde gut gemacht hier. Das war schon eine Runde? Ach du Kacke. Ja, Tatsache, 2 Sekunden. Ah, vielleicht hast du unten nicht Speed mitgenommen und deswegen. Ja. So, komm. 7 Sekunden. Die Runde ist ja echt nicht so lang, wie ich dachte. Scheiße. Ne, Kurve finde ich super bei dem. Echt geil. Echt geil. Wir mal erstmal nicht auf die Zeit, Freunde. Wir fahren jetzt einfach mal, geben ein bisschen Gas. Aber optisch Wahnsinn, fahrerisch auch nicht schlecht. Solides Gesamtpaket. Ja, ich muss auch nochmal gucken, wo das ist. Ah, hier. Oh. Ja, siehst du? Boah, Junge.
Wie die Speeds platziert sind, sieht man halt irgendwie fast nichts. Aber ja, deutlich schneller. Das könnte auch schon meine Bestrunde hier sein. Ich habe eigentlich bisher noch nicht wirklich was falsch gemacht. Ja, das ist, denke ich mal, auf jeden Fall wichtig, wie man den Speed da aus der Kurve mitnimmt. Da habe ich wahrscheinlich... Da habe ich wahrscheinlich den Speed wirklich ziemlich gut mitgenommen. Ah, ich muss aber auch so weitermachen, sonst kriege ich dich tatsächlich nicht mehr. Aktuell würde ich dich erst in der vierten Runde kriegen, glaube ich. Das ist wieder saueng, ey. Und es geht ja um den Folgensieg, sehen wir. Ich fahre gar nicht auf der weitesten Kamera, deswegen war die Karre so groß. Ich dachte, ist die echt so groß, oder? Schön! Echt toll! Mein Gott, die Karre. Gefällt mir. Echt gut. Machen wir jetzt nochmal links, rechts bei dem Weg. Also jetzt nochmal links und dann nochmal wieder rechts. In der vierten Runde. Alles klar. Alles klar. So, wir sind langsam in Angriffsreichweite, aber noch nicht ganz. Hoppala, was war denn das? Ja, ich hab's gesehen. Ich war ja direkt hinter dir, aber... Du bist aber ein bisschen weit rechts aufgefahren, ne? Ich bin dann immer direkt mittig auf die Tube gefahren. Überlegt, ey, das ist so geil. Hä? Natürlich. Das ist ein ganz normaler Bestandteil beim Spiel, ich weiß nicht, was du willst. Ja, naja, was willst du machen? Naja, klar, irgendwie muss man ja schnell sein, ne? So, ich kann reinfahren. Gucken wir mal, ob das vielleicht noch eine... Wobei, nee, diesmal bin ich nicht gut hier hochgekommen. Diesmal bin ich nicht langsam. Das ist eine 1,50. Das ist meine letzte Runde-Zeit gewesen. 1,50. Was haben Sie auf der Uhr? Was war die letzte Runde für eine Zeit? Perfekt. Freunde, 3:2. Damit ist der Folgensieg auf meiner Seite. Wunderbar. Gucken wir nochmal auf die Runde. Ich glaube, meine zweite Runde war eigentlich soweit solide. Und ja, eine 1:49, 9:43. Und dann war meine fünfte Runde aber gar nicht so weit weg. Aber du bist auch nicht weit weg mit nicht mal 4 Sekunden Abstand. Schön. Freunde, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Das war's für die Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter.
mit richtig nicen Custom Maps. Und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage jetzt tschüss und bis zum nächsten Mal.